Jan und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge ziemlich kranke Scheiße erlebt, was da mit Joshua geschehen ist. Ich habe gesehen, wir haben noch zwei Levelaufstiege, die wir hier machen können. Ich würde wahrscheinlich... Ja, was würde ich machen? Lizenz zum Verchromen. Ich glaube, das... war das, wo wir hin wollen. Damit wir den nächsten... das nächste Level von den Cyberware einbauen können. Und deswegen würde ich mal hier die technische Fähigkeit mindestens einen Punkt erhöhen. Wir dann können mit Präzision Scharfschützen gewinnen, Handfeuerwaffen, Wurfwaffen, außerdem ermöglicht coolen SSD fortgeschrittenen Stealth-Vorteil zu nutzen. Vielleicht auch noch Coolness auf Level 10. Und dann... Fahrzeugkampf braucht man, glaube ich, in der Hauptstory eher weniger. Es kam erst mit Phantom Liberty dazu. Und, oder besser gesagt 2.0. Da wurde wahrscheinlich nicht viel angepasst in den Missionen, denke ich mal. Was nehmen wir denn? Schnelle Flucht. Wurfwaffen plus 10% Bewegungstempo nach Neutralisieren eines Gegners, wenn du unbemerkt bist. Das würde ich mal nehmen. Ich gehe ja gerne noch auf Stealth. Datenwiederverwertung nach Neutralisierung eines Gegners werden 80% der Speicher Kosten aller verbleibenden Quick Hacks in der Warteschlange wiederhergestellt. Car Hacking. Car Hacking hört sich auch spannend an. Ich glaube, ich würde Car Hacking mal nehmen. Schaltet für Fahrzeug Quick Hacks frei, so dass du aus der Entfernung die Kontrolle übernehmen, Alarmanlagen auslösen und sogar Fahrzeuge in die Luft jagen kannst. Die Verfügbarkeit einzelner Quick Hacks hängt von der Kategorie deines installierten Cyberdecks ab. Alright. 130.000 haben wir. Und heute machen wir kurz mal die zwei hier. Dann gehen wir vielleicht noch beim Netrunner vorbei. Schauen, ob wir da irgendwas Spannendes kaufen können. Ich denke, das ist immer so eine gute Mischung eigentlich, wenn man zwischen Hauptstory und Aufträgen... Oh, danke Navigationssystem für gar nichts. Das ist nicht gut. Immer einfach so ein bisschen abwechselnd. Okay.
das Zeug hier hacken und vielleicht da durchfahren. Hinter dem Studio gerade. Naja. Gut. Neutralisiere die Gegner und sichere das Beweismaterial. Mal schauen, was ich ausgerüstet habe. Schrotflinte, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr brauchen wir gerade nicht. Und hier das Schwert wieder ausrüsten. Den Monodraht haben wir ja auch noch. Erstmal Verseuchung, Kurzschluss, halten Sie auch noch ein paar, da auch noch Verseuchung bitte. Ist auch noch jemand? Die Ausdauer lässt ein bisschen nach. Was das? Möglich? Sieht zumindest so aus. Die Kameras würde ich jetzt mal so immer ausschalten, damit wir dann diese XP erhalten. Autoköche sind sicherlich ziemlich cool. Muss ich dann wahrscheinlich ein paar Mal ausprobieren. Da gab es auch ziemlich viel zum Explodieren eigentlich. Oh shit. Der sieht gar nicht gut aus. Ein NCPD. Den hat's bei der Explosion gerade zerfetzt, würde ich mal sagen. Oh, no.
Gibt's noch was, um Geld abzuzwacken? Und Schematas? Sehr gut. Jemand hat BD-Equipment bestellt, also werden wir das auch liefern, okay? Und die Sache muss glatt laufen. Das ist der Plan. Ihr holt euch den Lastwagen mit den BD-Rekordern und dem restlichen Equipment. Der Wagen steht direkt beim Studio Fourth Wall und wartet nur darauf, geklaut zu werden. Morgen legt ihr los, erlegt die Wachen, aber verpasst dem Wagen keinen Kratzer. Das Equipment muss in erstklassigem Zustand sein. Das sind richtig hochwertige Geräte für Profis. Wenn die auch nur ein klein wenig abbekommen, sind sie nichts mehr wert. Ach so, okay. Deshalb macht es auch Sinn, dass dieses Verbrechen hier ist. Da gibt's ihn. Dann haben wir das und würden jetzt noch zum anderen fahren. Bin ich nicht hier auch nicht allzu weit. So, ein anderes Studio, Marsala Studios. Sie ist so ein bisschen der Film District, like ja, Hollywood, Beverly Hills, so. Bei Los Angeles und GTA, so, das wollte ich sagen. Wir gehen jetzt mal kurz noch beim... Nee, komm, wir gehen nachher beim Netrunner vorbei. Dann haben wir vielleicht mehr Stuff zu verkaufen noch. Seuchung, Kurzschluss, Belastung, Überhitzen. Schon. Besser spielt der Netrunner, nice. Gleich mehrere Verbesserungssplitter. Sehr gut. Schon wieder jemand geschrieben, hab ich gesehen. Oh shit, das war falsch. Naja, doof. Ein Katana. Noch ein paar Dinge hacken. Was war denn das bitte? Gut, das haben wir dann auch. Bin schnell, dann gehen wir kurz zum Netrunner. Do you offer any other services? Sometimes.
after hours, but at the moment I'm going through a bit of a rebranding. Okay. Selling anything interesting? Zeig mal her. Kogan and now Yume BD headset aus Titan, Verringerung der Upload Dauer von Quick Hacks. Stance gegen Quick Hacks Schaden. Ah, die Netrunner Anzüge haben auch Stats. Soll ich mal zu Hause schauen, ob unser auch irgendwie einen Stat hat? Und wir können im Moment Kategorie 3. Es geht bis 5. Also dunkelblau. Waffenglitch. Wäre manchmal auch cool. Verstärkung rufen. Waffenglitch. Speicherlöschung. Selbstmord. Ping. Cyberwehrstörung. Komponenten würde ich jetzt... Oh shit! Oh shit, das ist so teuer! Hab ich gar nicht gesehen! 89.000! Shit. Naja, gut. Wir werden sicherlich wieder schnell Geld herbeischaffen können. Ja, war das nicht die, die macht die nicht tödlich? Macht die Waffe nicht tödlich, doch. Das war die. Smart Tick. Power, 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 Power. Plus 25% Magazingröße. Ja, ich weiß ja nicht. Effektive Reichweite. In Hand für ihre Waffen. Welche hatten wir da? Nicht tödlich. Den Schaden. So. 43.000. Gut. Habe ich ein bisschen übersehen, dass das so teuer ist, das Zeug. Naja. Ich
würde sagen, das war's wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Schließlich Spoiler. Mein Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.